einfach nur, dass Sie einen sehr, sehr guten Job machen. Das ist alles, was ich dazu sage. Auf Deutsch natürlich stellt, bitte ein bisschen langsam sprechen. Das macht Vincent die Arbeit natürlich wesentlich leichter. Taufik Halil ganz oben für den Bayerischen Rundfunk, für die ARD. Ja, hallo Vincent. Erstmal herzlich willkommen in München. Wichtige Frage. Vincent oder Vincent, wie wollen Sie ausgesprochen werden? Ja, also eigentlich ist mein Name Vincent. Aber ich habe 2 Jahre in Hamburg gespielt. Und das hat nie geklappt, weil das ist schwer auszusprechen für die Deutsche, glaube ich. Also deswegen Vincent oder Vinny, es ist gut. Und Vincent, kannst du dieses Mal nicht sagen, also musst du dieses Mal nicht sagen. Alles klar, wir haben geübt. Jetzt aber meine Frage an Sie. Welche Art Fußball wollen Sie spielen lassen? Wofür steht Ihr Fußball? Und eine Frage noch an Vorstand. Wie wollen Sie sicherstellen, dass die Ruhe, die den letzten Trainern beim FC Bayern in den letzten Jahren nicht gegeben wurde, dass die jetzt auch wirklich gegeben ist? Denn ein junger Trainer braucht ja auch, glaube ich, Rückhalt. Also von meiner Seite ist es sehr einfach, was man beibringt und trainieren lässt. Ist eine Sekunde. The translating is so loud. Die Übersetzung ist sehr laut. No, so what I was saying is, I think as a coach, was ich sagen wollte, coach who you are as a person. Man muss so trainieren, wie man selbst gespielt hat. Und ich bin auf den Straßen in Brüssel groß geworden. Ich habe auf der Straße gespielt. In der Akademie Wanderlecht musste man alles gewinnen. Man musste das beste Team sein. Und ich möchte, dass die Spieler in Bayern München mutig sind, Mut zu haben mit dem Ball, aber auch meine Natur übertragen, wo ich sage, wir sind aggressiv und ich möchte, dass das Team aggressiv spielt. Und diese 2 Sachen repräsentiert, dass die meinen Charakter auch definiert haben. Einfach mutig zu sein mit dem Ball und absolut aggressiv zu sein, dass sie diese Aggressivität das ganze Spiel durchhalten. Dankeschön. Ja, und wegen der zweiten Frage. Völlig berechtigte Frage, verstehe ich. Bayern, glaube ich, hat eine relativ hohe Fluktuation auf der Position des Trainers gehabt in den letzten Jahren. Dafür kann Christoph relativ wenig, wenn ich das so sagen darf, ohne dass ich mich rausmachen möchte aus der Nummer. Ich glaube, wenn man Christoph und mich kennt, weiß man, wie wir mit Trainern umgehen, was unsere Ideen sind mit Trainern. Das ist für mich das wichtigste Rädchen ist im ganzen Prozess, weil der Trainer tatsächlich der ist, der die Mannschaft einstellt, die Mannschaft auf den Platz bringt, die Taktik wählt und dann hoffentlich auch die Siege einfährt. Aber natürlich ist der Trainer nie alleine. Das ist der Club, der dahinter steht, der Sport, der Vorstand in Summe, der ganze Club. Und ich glaube, dass wir jetzt auch eine Chance haben. Bayern München, das habe ich in den letzten 7, 8 Wochen erleben dürfen, extrem interessiert, extrem Stimmung drumherum ist. Und ich glaube, das ist für uns jetzt auch wieder eine Chance, mal ein paar Dinge zurückzurudern und wieder eine Einheit zu werden. Das ist das, was ich mir eigentlich in Summe vorstelle, dass wir als Club hinter unserem Trainer stehen, unserem Trainer die Unterstützung geben, die er braucht, ihn begleiten, egal ob er jung oder alt ist, der Trainer. Jetzt haben wir einen jungen Trainer, jung in Anführungsstrichen, 38 ist auch nicht mehr so jung, aber ein junger Trainer mit den 4 Jahren, der aber eine unfassbare Persönlichkeit hat. Ich denke, das spürt ihr auch, das hat uns beeindruckt von Beginn an. Und wir als Bayern München, wir können nur erfolgreich sein wie jeder Club auf der Welt, wenn wir geschlossen zusammenstehen. Das müssen wir schaffen, das ist die Aufgabe, das ist aber auch wieder eine Chance, die wir gerade haben. Und natürlich diese ganze Trainersuche, die Kommentierung, die Begleitung, auch Themen, wo wir da was dazu beigetragen haben, ist jetzt ein Moment, wo wir einfach den Schlussstrich ziehen und sagen, wir stehen zusammen. Wir stehen mit diesem Trainer zusammen, wir wollen zusammen erfolgreich sein, wir werden auch mal durch ein Tal gehen. Bei Bayern heißt ein Tal eine Niederlage. Da werden wir auch durchgehen zusammen und werden aber wieder eine Geschlossenheit haben und damit auch unseren Trainer unterstützen und dann auch eine hoffentlich lange Zeit zusammenarbeiten. Ich würde das noch ergänzen wollen. Wir haben ja sicherlich einen etwas längeren Prozess gehabt in den letzten Wochen. Aber der entscheidende Punkt ist, dass wir uns alle einig sind in der Entscheidung jetzt für Vincent Kompany. Und die maximale Unterstützung, die Sie in einem Club haben können, waren wirklich alle. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, der eine für alle.
wenn wirklich alle miteinander sich für diese Verpflichtung im vollen Bewusstsein aussprechen, einen Trainer zu haben, der jetzt noch nicht 20 Jahre Trainererfahrung hat, aber der ganz viele andere positive Bedingungen mitbringt, die ich jetzt nicht alle wiederholen möchte, die Max schon genannt hat. Das ist, glaube ich, der beste Start, den du als Trainer und als Club haben kannst. Willkommen, Vincent. Ein Video von dir ist bereits in der Bayern-Kabine angekommen. Die Spieler haben mit Interesse deine Rede in Antwerpen verfolgt. Ich glaube, du weißt, welche ich meine aus der Doku. Ist es die Art, wo du glaubst, werden sie dich auch so bei Bayern kennenlernen? Oder denkst du, bei Bayern ist diese harte Ansprache bei den ganzen Stars vielleicht doch eine andere? Nein, also ich denke, dass die Hauptsache ist, dass ich auf diesen Höhen für die meiste Zeit meiner professionellen Karriere war und alles, was man dort macht und sagt, adaptiert man immer an die Leute, an die man gerade anspricht. Und man versucht auch, die Kultur zu schützen. Harte Arbeit muss einfach verstanden werden. Ich glaube nicht, dass niemand möchte, dass ich sage, hey, gut gemacht, wenn sie nicht hart gearbeitet haben. Also deswegen sind wir alle, glaube ich, auf einer Meinung, wie wir die Saison angehen wollen. Und ich glaube, da ist es mir erlaubt, auch mal auszusprechen, was alle denken, aber man adaptiert es immer an die Individuen und die Kultur, in der man gerade ist. Das kenne ich schon von den verschiedenen Leveln des Fußballs. Hallo Vincent. Karl-Heinz Rummenigge hat in den letzten Tagen erklärt, dass sich der Verein mit Pep Guardiola über dich unterhalten hat und er sich sehr lobend über dich geäußert hat. Hast du zufällig auch mit Pep über den FC Bayern gesprochen? Und was denkst du über die Vergleiche, die angestellt werden zwischen deiner Philosophie und Pep? Also ich würde nicht vergleichen. Aber ich habe natürlich ganz viel Respekt vor Pep. Der war ganz wichtig in meiner Karriere. Es gab auch andere Trainers, auf jeden Fall. Aber der war ganz wichtig in meiner Karriere. Und ich habe mich jetzt auch unterhalte mit Uli Hoeneß und ich weiß auch von Karl-Heinz Rummenigge, dass ich auch die Entscheidung bin, nicht nur von Max und Christoph, aber auch von Karl-Heinz und von Uli und diese Leute im Verein. Aber für mich ist es jetzt nicht so wichtig, dass jetzt alle überzeugt sein vorher. Ich will die auch überzeugen auf dem Platz, mit der Mannschaft, mit meiner Arbeit, mit was ich mache. Und deswegen ist es gut für mich, dass sie am Anfang positiv sind. Aber ich bin mir auch sicher, dass die auch mit meiner Arbeit auch ganz zufrieden sein werden. Ich hab ihnen gesagt, es ist noch nicht perfekt. But I think they will also be aber man wird sehen, dass ich den Club mit oder den Verein mit meiner Arbeit präsentieren werde.